Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Messung, dem letzten Video über Messung. Jetzt sprechen wir noch kurz über Messung nicht elektrischer Größe. Wir wissen jetzt, wie wir Spannungen messen, wir wissen, wie wir Strom messen, wir wissen, wie wir Leistung messen, wir wissen, wie wir Widerstände messen. Also die ganzen elektrischen Größen können wir eigentlich bestimmen. Ja? Und jetzt sagen wir, ja, was ist, wenn ich eigentlich eine Temperatur messen will? Oder Luftfeuchtigkeit oder Schichtdicken oder keine Ahnung. Ja, wie geht denn das? Das geht mit Hilfe von sogenannten Sensoren. Okay? Es gibt einen Sensor, der ist für diese spezifische Anwendung, für diesen, exakt diesen Zweck, ist der geeignet. Okay? Also, es gibt einen sogenannten Sensor. Das ist halt irgendein Teilchen da und der macht irgendwas. Auf diesen Sensor wirkt unsere Messgröße ein, unsere physikalische Größe. Da gibt es eine Wirkung drauf. Wenn das ein Sensor für Temperatur ist, dann wirkt er die Temperatur auf den ein. Wenn das ein Sensor für Druck ist, dann wirkt er der Druck auf den ein. Also das ist die Messgröße, die da einwirkt. Gell? Die Messgröße wirkt auf den Sensor ein. Was macht der Sensor? Ja, er macht schon etwas. Er macht nicht nichts, weil er braucht ihn nicht. Ja? Der Sensor ändert eine Eigenschaft. Ja? Aufgrund der Einwirkung der Messgröße ändert der Sensor eine Eigenschaft. Der da ändert eine Eigenschaft. Was ist das jetzt für eine Eigenschaft? Das ist einmal eigentlich sekundär. Das heißt, das ist nicht so wichtig. Okay? Sensor ändert eine Eigenschaft. Das ist entweder, es gibt Drucksensoren. Ja? Es gibt Drucksensoren, die funktionieren so ähnlich wie diese Faschingsdröten. Diese, wenn man reinblasst, das ist oft, die so lang werden und wenn man wieder weggeht mit dem Mund, rollen sie wieder zusammen. Ja? Es gibt Drucksensoren, die arbeiten ganz genauso. Da ist auch so ein hakenförmiges Teil, ja, ein Rohr, hakenförmiges Rohr, wenn ich da reinblase, will sich dieses hakenförmige Rohr gerade biegen. Ja, immer wenn Druck beaufschlagt wird, so ein Rail, das ist so gebogen, ja, und wenn es mit Druck beaufschlagt wird, will sie sich gerade biegen. Ja, das macht der Rohr so. Ja, weil außen die Fläche größer ist wie innen, jetzt wirkt der Druck außen stärker wie innen und außen habe ich mehr Kraft und das zieht sich entlang. Ja, Rohrfeder. Eine Rohrfeder ist da drinnen und diese Bewegung der Spitze da vorne, ja, wenn ich da ein bisschen mit Druck drauf fahre, bewegt sich die Spitze da und die wird mit Zahnrädern übertragen auf einen Zager und dann bewegt sich der Zager auch. Ja, so funktioniert ein mechanischer Druckmesser zum Beispiel. Da ist der Sensor diese Feder und diese Feder durch die physikalische Größe, durch meine Messgröße, ändert die Feder, diese Rohrfeder, eine Eigenschaft, nämlich ihre Form. Okay. Ändert eine Eigenschaft. Das kann also eine mechanische Eigenschaft sein. Das ist aber eher selten. Das ist relativ selten, dass das passiert. Wird gemacht, aber ist relativ selten. Sehr häufig ändert eine elektrische Eigenschaft. Okay. Und da ist jetzt wichtig, dass wir elektrisch messen können. Deswegen haben wir das Ganze gemacht, dass wir Spannungen messen, Ströme messen und so weiter. Wenn man der Sensor nämlich eine elektrische Eigenschaft verändert, dann kann ich diese messen. Okay?
Und weil ich weiß, wie der Sensor die Eigenschaft verändert, aufgrund der Messgröße, kann ich nachher zurückschließen auf die Messgröße. Also Messgröße beeinflusst den Sensor, der Sensor verändert eine mechanische oder elektrische Eigenschaft, die stelle ich fest und weil ich die Änderung da festgestellt habe, weiß ich, wie groß die Messgröße sein muss. Okay? Typisches Beispiel für solche sind elektrische Eigenschaften, das ist zum Beispiel sowas da. Ja, das ist ein sehr kleines Bauelement eigentlich, das ist ein sogenannter Photowiderstand und zwar ändert der seine, die elektrische Eigenschaft, die das Ding ändert, ist der Widerstandswert, also wenn ich da den Widerstand messe und es ist hell und es ist dunkel, hat das unterschiedliche Widerstände, das Teil einfach. Ja, Photowiderstand. Je heller das wird, je dunkler oder je mehr oder weniger hell das ist, hat das einen anderen Widerstand. Der ist da, funktioniert sehr ähnlich, ist nur kleiner, ja, ist ein Thermowiderstand. Ja, das ändert seinen Widerstandswert aufgrund der Temperatur. Ich messe also den Widerstandswert, okay? Und schließe aufgrund des Widerstandswertes auf die Temperatur. Das sind zwar so typische Sensoren, die da eine elektrische Eigenschaft ändern. Ja, Widerstände werden oft geändert. Ja. Passt, oder? So funktioniert das. So arbeitet ein Sensor. Ja. Sensor. Messgröße wirkt darauf ein, ändert eine Eigenschaft und diese Eigenschaftsänderung, die hier stelle ich fest. Ja, das hier wird festgestellt. Und angezeigt. Die Eigenschaftsänderung wird festgestellt, dann zeige ich das auch schon in der Einheit, die mich interessiert. Also Thermometer, da messe ich zwar einen Widerstand, ja, schließe aber auf die Temperatur retour und zeige natürlich Grad Celsius an. Oder Grad Fahrenheit oder Kelvin oder je nachdem, was man gerade beliebt. Ja. So funktioniert das Messen von nicht elektrischen Größen eigentlich immer. Längenmessung ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, weil da ist mein Sensor ja ein Maßband oder so etwas. Der ändert, okay, das ändert auch die Länge oder die Skala ist drauf. Da wird es ein bisschen schwammig, ja, aber sehr oft passiert das an und für sich so. Okay. Es kann sein, da haben wir gesagt, messen wir eigentlich einen Widerstand. Ja, und schließen darauf auf die Helligkeit oder die Temperatur. Ja. Wenn ich eine andere Größe messe, wie die, die mich eigentlich interessiert, ja, dann messe ich nicht die Messgröße, sondern messe eine sogenannte Hilfsgröße, heißt es. Ja. Also es gibt eine Hilfsgröße. Was ist jetzt eine Hilfsgröße? Eine Hilfsgröße ist eine Größe, die ich leicht messen kann oder leichter messen kann, ja, direkt feststellen. Und diese Hilfsgröße ist aber abhängig von der Messgröße. Ja. Also diese Hilfsgröße ist eine von der Messgröße abhängige, leichter messbare Größe. Ist eine von der Messgröße abhängige, leichter messbare Größe. Also wie gesagt, da ist zum Beispiel die Hilfsgröße der Widerstandswert. Und der Widerstandswert hängt von der Messgröße ab, aufgrund der Eigenschaften dieses Sensors. Und eigentlich messe ich ja den Widerstandswert und nicht die Temperatur oder die Helligkeit.
den nutze ich einfach aus. Diesen physikalischen Zusammenhang zwischen Hilfsgröße und Messgröße nutze ich aus. Das ist sehr oft so bei Sensoren, ja, dass ich Hilfsgrößen messe eigentlich. Gar nicht das Richtige, gar nicht die richtige Messgröße. Aber ich kenne halt den Zusammenhang zwischen Messgröße und Hilfsgröße ganz genau und deswegen stört mir das nicht. Ja, das ist also das Messen oder ein kurzer prinzipieller Überblick, ja, über das Messen von nicht elektrischen Größen. So geht das an und für sich vonstatten. Wenn das mehr interessiert, was da für verschiedene Sensoren gibt und wer das Englischen mächtig ist, es gibt auch eigene Videoserie über Sensoren. Da reden wir über Längenmesssensoren, da reden wir über Drucksensoren, über Pegelsensoren, über Kraft- und Momentensensoren und ja, wie das funktioniert. Aber ist halt in Englisch. Wer interessiert ist, kann sich es anschauen. Ja. Es sind Videos, wo ich nicht im Bild bin. Einige sagen, es ist schöner. Ja, es sind halt ältere Videos schon, aber ist egal. Der Inhalt passt. Das ist eigentlich alles, was wir über Messtechnik hören werden in diesem Zusammenhang hier. In dieser Serie an Videos. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, wie vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.